Und wir fahren nach Berlin. Ja! Hui. Ich hoffe, mit uns zeigt keine Arbeit aus. In Tschechien darfst du es, da fahren sehr viele mit Dashcams. In Österreich ist es fragwürdig. Und da kannst du behaupten, du filmst die Landschaft, das ist wieder auch negativ. Ja, du ja. Eben. Oh, da hebst du, bist du deppert. Richtig schön Hügel kommen erst jetzt. Zwei in Folge dann. Jetzt ist es lustig, das ist wie Achterbahn fahren. Mhm, besser. Weil letztens im Prater, kennst du das Ecstasy? Also ich bin nicht damit gefahren, aber ich bin irgendwann einmal damit gefahren und jetzt habe ich es wieder gesehen vor kurzem und gedacht, oh mein Gott, nie wieder. Ja, jetzt wird es lustig. Wow! Ich glaube, da gibt es noch den zweiten. Wir holen ihn ein. Komm schon, schneller, fahr schneller, fahr schneller. Na toll. Wow! Er fährt aber sehr langsam. Tja, vielleicht fährt er jeden Tag und hat es nicht so notwendig wie du. Wir werden noch genug Straßen sehen. Also. Wirklich? Du hast keine Ahnung, was ich alles. Ich habe ein Durchhaltevermögen beim Sachen filmen und Fotos machen. Okay. Ich bin mir so viel. Fotos machen ist eh gut. Ich habe auch meine Spiegelreflexe eingepackt. Das ist gut. Die können wir festhalten. Yes! Foto, Foto! Schau, da ist sogar ein Mittelstreifen. Sehr schön. Also wir sind jetzt kurz vor Prag. Prag. Und ab geht die Post. Boah, bei solchen habe ich immer Angst, dass das irgendwie abrutscht und der voll reinknallt. Ich bin froh, wenn er hinter mir ist, weil dann... Da habe ich schon die ärgsten Horrorvideos gesehen. Aber das ist just... Nein. Ha? Sicher einfach da. Ach, fuck, falsch wieder. Ja, das sicher. Na, gib mir halt das Handy da mal. Ja, ich hab's ja eh da. Ich muss nur. Du musst dich nur dran halten. Hab ich gedacht, ich fahr 13 Minuten. Bestimmt, wo werde ich schon landen? In Brüssowice. Navis können ja reden. Sagen, in 200 Metern. Nein, will ich nicht. Ja, muss ja eh nicht, ich sage ja nur. Ja, das ist eh schön, aber das geht mir nur auf den Nerven. Warum? Es spricht die ganze Zeit mit dir, das ist Unterhaltung. Nein. Du brauchst keinen Beifahrer. Das nervt. Ja. So, ich glaube, wir werden jetzt einmal kurz stehen bleiben bei der nächsten Gelegenheit und analysieren einmal unsere Situation. Die deutsche Autobahn. Viele Windräder. Autos. Und so. Also wir sind schon kurz vor Berlin. Das Schild, aber wo ist das jetzt da? Da. Berlin! Berlin gibt es eine Dudenstraße. Duden?
Oder Tuben. Wieder das Wörterbuch. Duden. Duden du. Was hast du da? Ein Bananaphone? Ja. Geil. Ich hab gedacht, jetzt sehen wir was von Berlin, aber ich sehe nur Tunnel und Schmutz. Ja, was hast du erwartet? Wir kommen auf der Autobahn nach Berlin rein. Aber jetzt kommt schon wieder dieses gleißende Licht. So ist es, wenn man stirbt, glaube ich. Dann kommt dieses Licht auf. Dann landest du in einem grindigen Tunnel in Berlin und kommst und fährst ins Licht raus, oder was? Genau. Ist okay. Ich werde das nicht kommentieren. Aber wenn du sagst, ich werde das nicht kommentieren, ist es schon kommentiert. Oh, warte mal. Ich werde es fast abgebrochen. Was hast du davon, wenn du mal zuhörst? Da ist die Buschkrugallee. Ich auch nicht. Warum? Wir wollen am Tempelhofer. Aber Buschkrugallee klingt nach Wein oder so. Ein Busch und ein Krug, das klingt für mich nach Wein. Tja. Na komm, fokussiere doch. Ah, jetzt. Mr. H. Fernsehturm, irgendeine Kuppel, Ripper, Brücke, Berlin bei Nacht. Naja. Naja. Das geht schon. Das geht schon. Na bitte, hast du das geschafft? Schaut eh schön aus. In echt natürlich schöner, aber naja. So. Ja? Was? Nix. Ich hab nur die U-Bahn von innen noch nicht gesehen. Weiß ich nicht. Das ist sehr schön mit sehr gelben Stangen und sehr urbanen Innenraum. Urbanig. Was über meinen Stand erzählen, was genau. Ich hier so habe. Willkommen auf der Maker-Fair. Ja, willkommen auf der Maker-Fair. Ich habe hier einen wunderschönen Stand mit Erfindung von Leonardo da Vinci. Da kann man sogar drüber gehen. Wow! Das müsstest du sehen. Natürlich! Sowieso! Warte! Da-da-da-da-da-da. Was hast du noch? Was habe ich noch? Ich habe hier noch andere Erfindungen von Leonardo da Vinci. Ich habe zum Beispiel einen Panzer. Da
Was ist ein Panzer? Das ist ein Panzer. Er hat zwar keine Kanonen, weil die sitzen in der Zeichnung überall außen rum und dann wäre das Ding noch größer, noch schwerer und noch komplizierter. Aber warum hat Leonardo da Vinci das dann so gebaut? Er hat das ja nicht so gebaut, er hat das nur gezeichnet. Ach, wirklich? Er hat nur gezeichnet? Ja. Oh, okay, jetzt kenne ich mich aus. Und was ist das? Das ist die Brücke in Klein. Ah, oh, ja, stimmt. Was? Ich mache nur die Besucher nach. Ist okay. Und das ist ein Flugzeug? Das ist eine Flugmaschine. Ein Gleiter nach seinen Zeichnungen. Kann der auch fliegen? Der fliegt auch. Wenn du ihn fängst. Das geht nicht. Ich habe eine Kamera in der Hand. Kannst du ja fallen lassen. Nein. Und was ist das da? Das ist ein Bausatz für diesen Flieger. Kann man den kaufen? Den kann man kaufen. Oder selber nachbauen. Das ist Open Source. Aha. Und was machen diese Hölzer, die da? Diese Hölzer sind für die Brücke. Damit kann ich die Brücke aufbauen. Das geht ganz einfach. Und das möchte ich unbedingt sehen. Hallo. So kann man immer weiterbauen, bis man eine ganz große Brücke hat. Oho. Und eins noch. Dann gibt es hier noch einen Fallschirm. Fallschirm? Oh, ja. Ein Fallschirm ist das. Hat er sich auch überlegt. Und warum hat sich der Leonardo da drauf aufgehängt? Nein, der hat sich ja nicht aufgehängt. Der hat sich gedacht, das ist alles so traurig hier. Deswegen hängt er jetzt dort. Und kann man den Leonardo da ins Flugzeug reinsetzen? Nein, kann man nicht. Auch wenn es die Kinder immer wieder probieren. Danke für die Führung. Gerne. Tschüss. Tschüss, wiederschauen. Das ist ein Abschiedsvideo von Berlin. Okay. Tschüss, Berlin, du ranzige Stadt. Du ranzige Stadt. Ranzig, aber cool. Mit Spielhalle und Damenboutique. Und einer Brotmeisterei. Was? Brotmeisterei nennen die das? Okay, und eine rote Ampel. Und sie wird schon grün. Marsdorf. Heißluftballons. Ballone oder Ballons? Ich schau dir dazu. Bitte schau nicht mir zu, schau auf die Autobahn. Du kannst das Video ja nachher anschauen. Falls man nicht vorher gut gegen die Wand fahren. Ach, tolle Aussichten. Warum kenne ich eigentlich keine normalen Menschen? Das liegt wahrscheinlich an dir. Was hat der da für einen toten Grizzlybär am Auto drauf hinten? Weiß ich nicht. Wollen wir es wirklich wissen? Das ist wie so ein bettvolliger Eisbär. Mich interessiert eher, was das Auto direkt vor uns aufgeladen hat. Das schaut interessant aus. Oh, ich hasse es, hinter solche Autos zu fahren. Ich will wissen, was es ist. Man muss näher fahren, dann sag ich es dir. Ja. Der hat oben stehen Zäune, Tore. Ja, das ist das. Pforte? Pförte? Was? Hey, wo fährst du denn hin? Der pickt ab. Wiedersehen. Ja, wir auch. Schönes Leben. Achso. Das ist ein Zaun von einer Wendeltreppe. Ramstal. Doch kein schönes Leben. Das ist eine Wendeltreppe. Na, der ist halt gelangweilt. Naja. Oh. Würde ich nicht, wenn ich sowas Cooles aufgeladen hätte. So cool ist das überhaupt nicht. Boah, das schaut cool aus. Ich mag so große Konstrukte. Was ist das für ein Teil von dir? Ah, das ist meine Hand. Was ist das für ein Teil von dir? Okay. Ja, was? Dresden Flughafen. Ich finde halt die Bilder lustig. Ha, was ist schon wieder? Wegen 80er, das ist schon wieder Sudan? Ja. Also einmal Autobahn durchfahren ohne irgendwas beachten. Warte. Wo fährst du hin? Ich will hier nicht abbiegen. Ich darf das sicher noch geradeaus. Das ist nur eine lange Fahrt. Ja. Aber da steht
Ja, 4 Kilometer, das ist keine Abfahrt. Okay, Prag geradeaus, gell? Ja. I should leave. Ja, ich kann jetzt nicht. Sonst muss ich auf der Autobahn spazieren gehen. Du bist platt. I should leave. Ich sollte platt. Du bist platt. Dann mach es so wie die Taube vor, die gemütlich auf der Autobahn spazieren geht. Die ist mein Held. My hero. Oh, 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 oh. Heute haben wir irgendwie überhaupt keine anderen Kennzeichen als Deutsche. Ab und zu in Slowaken oder Polen, aber sonst sind wieder die Exoten auf der Autobahn, das kann ja nicht sein. Ja, wir sind Ösisten, sicher sind wir Exoten. Ja, aber das ist ja langweilig. So, jetzt muss ich dann aufpassen, weil das war die Abfahrt. Kennzeichen sehen, ja. Worum wir uns letztes Mal verfahren haben, glaube ich. Dann heute. Wo wir Richtung Chemnitz abgebogen sind. Ja, also grad fahren einfach und nicht so extrem links halten, rechts wollte ich sagen. Weißt du's? Ja, aber wenn es steht gerade, dann bieg halt nicht ab. Okay. Ist meine Devise. Am Video schaut es so aus, als ob die Anzeigen total blinken würden. Echt? Jo. Ah ja, das kann ich dir auch sagen, was das ist. Willst du es wissen? Wenn ich drüber nachdenken würde, würde ich wahrscheinlich sogar drauf kommen. Aber ich habe keine Lust zu denken. Okay. War das ein Ja oder ein Nein? Es war mir egal, mach was du willst. Okay. Mit den Anzeigen, da werden ja nicht alle LEDs davon die ganze Zeit aktiviert, sondern die scrollt alle Zeilen der Reihe nach durch. Also zeigt immer eine Zeile kurz an. Und weil dein Auge so furchtbar träge ist, schaut es aus, als würde alles leuchten. Die Kamera sieht das natürlich. Da sind wir wieder bei Wahrnehmung und Horizont erweitern und so. Der Mensch glaubt immer, er war so früher, aber eigentlich ist er so dumm und beschränkt. Ja, eh. Unsere Augen, ja, deswegen ist es ja wichtig, dass wir Wissenschaft und sowas machen, weil was wir sehen, ist alles scheiße und voll für nichts. Alles scheiße. Wir hören scheiße, wir sehen scheiße, wir. Das Gehirn glaubt, es liest Worte, die da überhaupt nicht stehen. Eben. Nur weil es die neuen Wörter nicht kennt. Das Gehirn sieht irgendwo Muster, wo keine sind. Blöden. Blöden. Wo schützt Dölzchen? Was? Der Tunnel heißt Dölzchen. Seine Eltern hassen ihn. Ja. Mal eine coole Doku gesehen, wie ein LKW-Fahrer in einem Tunnel, halt nach einer echten Bahngeschichte, der den LKW seine, also im Tunnel seine Chick weghaut, hat einen riesen Tunnelbrand ausgelöst und da sind weiß nicht wie viele Leute drauf gestorben. Okay. Nur weil er so Chick im Tunnel rausgekauft hat. So ein Arschloch. Und das war alles dann verraucht. Da hat irgendwas zum Brenner angefangen. Das war ein Riesentunnel, ich glaube das war sogar in Österreich, in die Alpen. Okay. Das ist schon Arschloch. Oder Schweiz, Österreich, irgend sowas. Ja, die schauen auch auf die Autobahn. Wer? Da oben sind zwei Leute gestanden, haben auf die Autobahn geschaut. Ah. Das Hotel King David. King David vielleicht. Wenn so King da steht. Naja, und jetzt steht in ca. 650 Metern. Nein, da ist der Hauptbahnhof. Wir fahren die jetzt gerade direkt rüber. Passt. Und dann drinnen ist er auch überall. Halt den Schnabel. Das sagt der Dorn. Sicher. Da ist, was ist das? Das das Nationalmuseum. Oh, ein Museum. Da ist da, was ist das da? Welcher Platz? Ich weiß nicht, wie der McDonald's-Platz. Das ist der McDonald's.
wo die Revolution angefangen hat. Raga. Nein. Der hat auf Deutsch irgendeinen blöden Namen. Václavské náměstí ist es. Oh. Schon Menschen im Park aus. Ja, gewöhnlich. Was sagst du das? Du sitzt mit der Kamera in der Hand im Auto und trinkst von der Flasche. So bin ich. Oh. Ich trinke von der Flasche. Ja, so cool. Solange nicht an der Nadel hängt. Kannst du auch machen. Ah, danke. Ich hab noch ein paar Jahre meines Lebens verplant. Aktivitäten. Wir könnten das Video noch viel besser machen. Nämlich so. Oh Gott. Ja, bitte. Yes. Siehst du eh noch was? Ja, ich sehe. Das war eine glorreiche Idee. Toll. Also, jetzt. Der gelbe Punkt ist der Mond. Das ist was nicht erkennt. Sehr groß und sehr gelb und sehr mutig. Ja, aber es kommen immer Bäume dazwischen. Sonst könnte ich gescheiter fokussieren, aber es ist. Das ist der gute alte Mond, ja. Man könnte genauso einen gelben Punkt auf ein Blatt Papier malen und sie könnte euch auch sagen, dass der Mond ist, aber. Naja, ist okay so. Muss man anschauen, okay.